Da wollen wir auch nicht vergessen, dass man hier weiter ganz genau Bescheid weiß. Und dass hier absichtlich 10,5 Jahre nichts passiert ist. Und dass man sich um nichts bemüht hat, obwohl diese Anzeigen bestimmt professionell da oben aber doch einiges gesagt haben. Und auch jetzt tut man so, als wenn diese Anzeigen nicht da waren. Genauso wie man weiter so tut. Schon Generaloberst. Da habe ich gedacht, ich bin 29. Nee, das war 79, ne? 28. Heute weiß ich, dass ich da nur 26 war, Jung. Na, warte. Das muss man sich doch mal erstmal durch den Kopf gehen lassen. Sie geben damit irgendwas an, Nadi, und sind nichts. Das ist doch unglaublich. So, und Sie merken ja, wie lange wir uns hier geweigert haben. Irgendwas von uns anzunehmen. Wir dachten, wir können normal weiterleben. Nein, das lassen Sie uns nicht. Wir müssen uns hier wirklich total einordnen. Wir müssen hier wirklich mit allem kommen, was wir haben. Wenn Sie zum Vornherein schon wissen, wer Sie sind und was Sie hören. Dass Sie es gar nicht dumm tun und wieder frech werden. Nichts anderes. Und jeder, der hier dumm tut und uns frech kommt, dann ist was los. Wenn ich jetzt auch schon 1000 Anzeigen machen, dann halt. Genau. Es ist unglaublich. Penner machen uns zu Penner. Penner, möchte ich mal jungen Leuten sagen, sie haben uns einfach alles gestohlen. Wir kommen hier an nichts ran. Das muss man sich mal überlegen. So, und angenommen, wir haben 99% gelogen. 1% stimmt nur. Dieses 1%, da ist auch eine Immobilie. Das reicht fürs ganze Leben. Das möchte ich doch mal jungen Leuten sagen. So und wie wir leben, das reicht für 2-3 Leben, so bescheiden wie wir sind. Wir atmen dann nur bei Büchern aus. Und da haben wir Glück, da ist keiner nein. Bücher waren die alle nein. Oh, du hast viele Bücher. Oh, wie hast du dir die Anzeigen gedacht, Janik? Wie hast du das gemacht? Woher hast du die Westdeutschen Bücher? Was ist denn hier raus? Wer bist du denn? Ich glaube, ich wäre wach geworden, um mir damit mal. Na, ich hatte ja nur Staatsbürger. Bist du ein Spitze? Woher hast du die ganzen Westdeutschen Bücher? Ich hätte bestimmt da gleich IM-Anzeigen gekriegt. Irgendwo ja kriegst du gerade den Westkontakt. Ja, und so benebelt, dass ich nicht mitkriege. Dann werde ich dann eher gezwungen. Also ich hatte ja erstmal Elektrotechnikstudium und alles dann Elektronik. Oder erst Elektronik, weiß ich nicht. Eins von beiden. So, und dann für den einen Mikroelektronik kann er auch noch mal. So,
schon sein, weil ich mit der ersten Teil am Anfang, möchte ich nochmal sagen, da habe ich so eine komische Hälfte gekriegt. Und das wird scheinbar dass ich mir nachgeschrieben habe. Nichts anderes. Ganz komische Hälfte, das war nicht drüber. Habe ich mich nicht gewundert in der DDR. Viele Sachen sahen sehr komisch aus. So, das war nur ausspioniert. Und dann habe ich mehr westdeutsche Literatur bekommen. Einfach zu kaufen, wenn man da Universität. Und war total happy, war total glücklich. Ja, Olaf und so, oder Heiko Jülich oder alle anderen, ne? Oder Bernd Wilschand oder nee, den kann ich dann noch nicht. Olaf auch noch nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Ah, die haben sie. Achso, hier Dings kann ich aber schon. Holger Rosenzeter, Ralf Rosenzeter und so weiter. Die haben sich dann um gar nichts draus gemacht und sich nicht gewundert. Für sie war es normal. Wir hätten ja auch was sagen können, Jörg, du kriegst da nichts zu kaufen. Was für falsche 50er. Ja, und dann habe ich dann losgelegt mit Mikroelektronik, deshalb ist das alles so dicht. Und bei allen bin ich Professor oder Doktor. Allen Fächern, die ich eben genannt habe. Weil man hat gemerkt, oh, da sind wir auch nicht durch, muss er dann. Muss er total durcharbeiten, brauchen wir seine Doktorarbeit, als das Leute alles sollen. Und muss dann auch allen was erzählen, sie kann er durch. So hat man uns benutzt, Genossen. Genossen der Geheimdienste im Ostblock. So hat man mich einfach benutzt. Einfach wie so eine Nutte. Und immer wieder weggeschmissen. Und ich habe nicht die Belobium gekriegt und die richtigen Privilegien. Das kann ich auch nochmal dazu sagen. Oder nicht, Navi? Genau. Das möchte ich euch mal so sagen. Wenn ihr da zufällig irgendwie Regelmäßigkeiten merkt oder herauskriegt mit euch im Leben oder so, was vielleicht noch viel, viel kleiner ist. Ja. Mann, was hat man uns belogen? Was hat man uns so benutzt? Nichts anderes. So möchte ich auch nochmal sagen, weiß jetzt nicht, ob ich es gesagt habe, wir durften noch nicht mal die Waffe durchreißen, die Maschinenpistole. Die durften wir vorher nicht durchladen. Da war dann immer so ein kleines Mal hier auf dem Zündhütchen, ne? Dings weiß ich jetzt nicht mehr genau. Vom Schlachtbolzen, sagen wir mal. Denn wenn man das hier das Gewehr dann unterladen hat. Ganz feines Ding, ja, dann wurde immer kontrolliert, ob der einer unterladen hat. Und das war immer so, die haben sich immer mal wieder in die Hose gemacht, besonders nervt. Ist das schlimm. Ja, aber das wollte ich auch nochmal sagen. Also, man hätte uns, also uns sowas in der DDR, uns hätte man eiskalt geopfert. Nur sicherer fühlte ich mich mit den Hunden in Hohenluko, mit dem Hund Edel. Das habe ich mich dann natürlich auch nicht gesehen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Das weiß ich nicht bei uns war. Aber das kann man sich sparen. Ne? Also, man ist garantiert und kann nichts mehr machen. Dann immer nur noch trainiert, dass ich dann auch noch durchreise und schön schieße. Das ist doch das Magazin leer gerade. Wenn ich denke, dass man verblutet. Man hat keine bloße Chance. Man hat gewürzt mit der Maschinenpistole. Und selbst nicht gleich zurückschießen kann, weil die Maschinenpistole noch nicht mal geladen ist. So, und wenn man alles so bei euch gemacht hat, das ist aber schon Menschenverachtung. Das ist schon absolute Menschenverachtung. Ja, das war's dazu. Auch das wollte ich nochmal ganz gut sagen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.